Ich habe gestern Morgen jemanden in einem Anfall von geistiger Umnachtung mein bestes Küchenmesser geliehen. Oh, wo habe ich denn die... Hoffentlich habt ihr mich gehört, mein Mikrofon war irgendwie auf halb acht. Ja. Wie soll ich denn jetzt das Abendessen zubereiten? Das Blöde ist, dass ich nicht mehr weiß, wo ich es, wem ich es geliehen habe. Und ich kann schließlich nicht jeden fragen, der mir über den Weg läuft. Aha, das ist es. Eine fantastische Idee. Ich frage einfach dich, kannst du mein Messer für mich finden? Ich muss jemanden aus dieser Stadt geliehen, haben. Ja, geht klar. Oho, ich bin so froh. Warum hast du Haribo gegessen? Ich bin Vega, der wandernde Clownkämpfer, der wandernde Streetfighter. Ich hatte daran gedacht, eine Stellung als Ritter im Schloss anzunehmen, aber so wie ich aussehe, nehmen die mich nie. Kannst du mir einen Riesengefallen tun? Wenn du mir das Glitzerschwert besorgst, zahle ich dir 100 Lucre. Okay. Hast du verstanden? Das Glitzerschwert. Das ist ein anderes Kaliber als deine schartige Klinge. Oh ja, dann hol ich sie halt nicht, bäh. Werbezettel? Hast du keine interessanteren? Ich bin gekommen, um den berühmten weißen Chipper zu treffen. Man sagt, er lebe schon seit Hunderten von Jahren. Wie viel habe ich eigentlich noch, ey? Ah, nur noch 6 Stück, bam. Bangalang, Bangalang, Peter. Wie ist das denn? Bist du abenteuerlustig? Ich hätte deinen Job für dich. Interesse? Ja. Oh je, geht. Ja, Entschuldigung. Ich habe gehört, dass sich Anhänger der Mana-Göttin unter den Stadtbewohnern gemischt haben. Jeder sucht nach ihnen, aber sie brauchen mehr Leute. Also hören sie Abenteurer wie dich an. Glaubhafte Quellen sagen, dass die Bezahlung bei 1000 Lucre liegt. Also, willst du den Job? Ja. So ist recht. Für das Imperium! Obwohl ist das... Ist es eigentlich in Ordnung, dass ich das mache? Ein Zimmer kostet 50 Lucre interessiert? Nee, danke. Vorsicht da draußen! Mitgenommener Zwerg. Na, wer hat ihn denn mitgenommen? Ich gebe das Zwergdasein auf. Ich will nicht länger ein Zwerg sein. Oh, halt nicht. Wie kannst du das aufgeben? Ich kann auch nicht einfach aufgeben, mein Mensch-Dasein. Ich kann's beenden, aber was bleibt mir denn dann noch, ey? Du verteilst Werbezettel. Was für eine Pfeife. Warum schmeißt du sie nicht einfach in die Tonne und sagst, du hättest sie verteilt? Das würde ich machen. Ehrliche Arbeiter wie du sind echt der Brüller. Danke für den ungewöhnlichen Werbezettel. Deine Ausrüstung bearbeiten lassen? Die Zwerge mögen zwar etwas streng riechen, ihre Schmiedefertigkeiten aber sind spitze. Niemand sonst kann Ausrüstung mit Früchten bearbeiten. Mit Früchten. Boing. Flip. Da fällt mir ein, ich habe diesen geistigen Tiefflieger Dofer den ganzen Tag noch nicht gesehen. Da stimmt doch was nicht. Ah, der Kerl. Eines Tages beschloss er, dass er kein Zwerg mehr sein wolle und ist abgehauen. Kein Zwerg sein wollen? So ein Quatsch. Geh lieber zurück an die Arbeit. Vergiss alles andere und arbeite. Dann ist es egal, ob ein Zwerg ist oder nicht. Was hältst du denn? Was hältst du mir denn jetzt für eine Predigt hier? Was auch immer, wir sitzen alle im selben Boot. Einfach alles andere vergessen und arbeiten. Ist ja. Da fällt mir ein, ich habe diesen geistigen Tiefflieger nur. Was hältst du mir denn jetzt für eine Predigt hier? Willkommen! Wieder ein Waffentyp. Dann geh ich doch mal aufs Schwert, oder? Das Bronzeschwert. Kostet 20. Aber ich brauch 4 Minus Bronze. Ach hier, da steht nur, was ich da oben habe.
Wahrscheinlich nur einmal muss man das machen. Naja, ich mache erstmal das Schwert. Vielleicht kann ich auch schon alles machen. So, wähle ein Gemüse zum Bearbeiten. Also, ah, okay. Was? Elementarer Angriff und Zielen. Was? Muss ich mal kurz was nachgucken. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau. Nee, gar nicht. Hier drauf. Ach. Warum kann ich denn da nicht nachgucken? Das ist so blöd. Ich wüsste für mich mal gerne. Hier kann ich überall rein. Weißt du? Ach, das ist doch blöd. Kann ich denn nicht irgendwie rüber switchen? Angriff. Also Angriff ist klar. Ausweichen. Was macht Ausweichen? Und zielen. Schutz für die Beine. Abwehr erhöhen. Achso, es sind verschiedene Abwehrdinger. Oh, hier, da gibt's verschiedene gute, ey. Deswegen, das mache ich erstmal nicht, das ist mir zu blöd alles. Auf bald. Das ist mir zu dumm, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich neue Waffen haben, die besser sind und nicht hier so einen alten Schmarrn. So, gibt's hier noch irgendwas Sehenswertes? Habe ich überhaupt hier schon mit allen gesprochen? Ja, habe ich. Nee. Oh, da wird der Ton aber schrecklich. Hier waren wir schon, ist das Gasthaus. Da reden wir mit dem Minnesänger. Dieses Lied, das du gerade gesungen hast, war echt toll. Vielen Dank. Bist du auf dem Weg ins Schloss? Bitte sei vorsichtig. Das werde ich. Ja, das werde ich. Oder vielleicht auch nicht. Na komm. Ich muss ja eh in die Kathedrale. Obwohl ich da gar nicht hin will, naja. Abgeschlossen. Jetzt, wo wir die ganze Wege hergekommen sind, können wir uns auch ruhig etwas umsehen. Hast recht. Ich war doch schon überall. Verarschen ihr mich wohl? Ist auch nur der Laden, oder? Oder war hier die... Ich weiß gar nicht mehr. Doch, hier war der Laden. Verkrasste Laden. Oh, was ich hier für... Slow-Motion-Passagen hab. Aufs Maul? Ich glaube, die brauche ich ein paar. Wie viele Kackdinger habe ich eigentlich noch? 3 Stück.
Ah, Herr Jemine. Und gehen muss ich wieder, mein Gott. Hm. Ich sag kein Pferd, wo ich hin muss. Boah, diese Textdinger, dieses Brrrr, das ist doch voll von Luffy, ey. Von Luffy 2, Rise of the Sinistrals. Ich glaube, wir müssen pennen gehen. War das hier? Im Gasthaus. Vielleicht muss ich auch nochmal zu dem Zwerg. Ich gebe das Zwerg, soll ich nicht länger ein Zwerg sein. Aha. Hast du deinen Verstand verloren? Du bist ein Zwerg! Bruder Dohei, hast du nach mir gesucht? Nach dir gesucht? Warum sollte ich? Ich bin rein zufällig hier. Geh nach Hause! Ich gehe nie wieder nach Hause. Ich rasiere mir den Bart ab und gebe das Zwergendasein auf. Mach doch, was du willst! Los, rasiere den Bart ab und sei nicht länger ein Zwerg! Und gib das Messer seinem Besitzer zurück! Ich werde es tun! Du wirst schon sehen! Meinst du etwa, Bruder Dohel? Meinst du wegen mir? Pah! Wer würde deinetwegen schon eine Träne vergießen? Ich weine bei dem Gedanken dran, dass Yame im Erilie jetzt mit demselben Messer Fische ausnehmen und Äpfel schälen muss, mit dem du dir deinen ungewaschenen Bart rasieren hast. Du bist eine Schande! Tu uns allen einen Gefallen und gib das Zwergen da sein auf! Hat er sich jetzt echt den Bart abgerasiert, Ruin? Aber Bruder! Dieses Messer. Gib es Emerilie zurück. Ich gehe zurück an die Arbeit. Silbermesser halten. Das behalte ich jetzt. Ist das eine Waffe? Verdammt. Ja, wenn du zurück an die Arbeit gehst, dann... Dieses Bad habe ich von meinem Vater geerbt. Ich habe beschlossen, ihn mir doch nicht abzusehen. Hat er jetzt nicht gesagt. Habe ich mir nur eingebildet. Er sagte nicht, diesen Bart habe ich von meinem Vater geerbt. Nein, kann er gar nicht. Der Mönchfanatiker ist nicht mehr in der Stadt. Ich bin ziemlich sicher, dass er irgendwo in Menos ist. Willst du deine Auffassung bearbeiten lassen? Zwerge mögen zwar etwas streng gegen ihre Schmiede, werde ich ganz einfach schwitzen, nehmen sonst kann auch mit Früchten da und Früchte. Da fällt mir ein, ich habe diesen geistigen Tiefflieger-Dofer den ganzen Tag nicht gesehen, das stimmt doch was nicht. Fällst du mir denn jetzt von dem Redi hier? Du bist der Zwerg. Also, so toll finde ich das jetzt nicht mit diesem, mit dieser Art von Waffenaufwertung. Ist jetzt nicht so der Brüller. Warte mal, die alte war da auch hier oben drin, oder? War die nicht hier links? Juhu, mein Messer! Vielen Dank, ich bin ja so dankbar! Lass mich dir das hier geben! Eine Abrikatze erhalten! Pfirsichwelpe und Abrikatze. Hier ist sie. Die Abrikatze. Oh, ich bin so froh. Leck mir doch an meinem Po. Gucken, was die Frucht macht. Wendell Schmied, ey. Voll Schmied, krass. Willkommen. So. Macht der hier irgendwas oder wie? Soll ich mal gucken. Stiefel sind dann wahrscheinlich für mich. Abwehr hier, das ist so. Oh! Nicht schlecht. Ich finde, es lohnt sich nicht, sowas zu machen. Ich denke mal, am besten ist, würde es sein, wenn man wirklich wartet. Wo ist denn das Kabel? Ach, hier.
wenn man wirklich wartet bis Ultimo, dass man hier die absoluten Mega-Früchte sich machen kann. Und die dann auf die bessere Rüstung gibt, weil die Bronze-Rüstung zu verbessern. Das kommt mir irgendwie vor, als würde ich Perlen vor die Säue werfen. So heißt das doch, oder? So. Kann ich jetzt hier rein?